Der erste Schalmein Musikzug Auma richtet ein Nachwuchsprobelager in der Jugendherberge Ploten aus. Hier in dieser wunderschönen Lage, mitten in Thüringen, wo andere sonst Urlaub machen. 95 Kinder, Jugendliche und Betreuer aus 6 befreundeten Schalmeinkapellen nahmen an dem Wochenende teil. In den Unterkünften wurde vormittags schon fleißig geprobt. Fast jedes Jahr ist es ein fester Bestandteil in der Vorbereitung der Auftrittssaison für die Kapellen. Dazu ist es eine gute Gelegenheit, Kontakte wieder aufzufrischen oder neue zu knüpfen. Nach den Einzelproben probte man später im Saal alle Lieder der einzelnen Register zusammen. Das ist nicht nur richtig laut, sondern ergibt auch einen Wahnsinnsklang. Das Trainingslager wird jährlich von einer anderen Kapelle ausgerichtet, um den Nachwuchs zu zeigen, dass es noch andere Schalmeien-Verrückte gibt, die diese Art von Musik lieben. Wir sind das ganze Wochenende jetzt hier, weil wir im Nachwuchsprobenlager sind und wir kommen aus Löbischau. Wir spielen den ganzen Tag und zum Abend gibt es dann nochmal ein Zusammenspiel. Ich habe mit Schalmeien angefangen, weil meine Freundin vorher Schalmeien gespielt hat und ich wollte es unbedingt auch machen. An diesem Wochenende findet das Trainingslager von 6 verschiedenen Kapellen statt. Das sind einmal das Schalmeienorchester aus Arthorn, Löbischau, Rüdersdorf, Kleinrheinsdorf, Obburg und ausgerichtet vom SMZ Auma. Wir spielen 2 Lieder an diesem Wochenende, die noch keiner kennt. Insgesamt sind wir hier in der Jugendherberge mit 95 Personen angereist. Die beiden Lieder wurden für unser Probelager geschrieben. Diese proben wir zuerst in den einzelnen Registern und dann im Anschluss zusammen. Dieses Probelager findet einmal im Jahr statt, wird in jedem Jahr von einer anderen Kapelle organisiert. Wer selbst mal in so einer Kapelle mitspielen möchte, kann sich gern melden, denn Notenvorkenntnisse sind nicht erforderlich. Das Camp ist ein gutes Beispiel dafür, wie Jugendarbeit gefördert werden kann und gleichzeitig auch noch Spaß macht.